Also ich bin jetzt hier bei den Typen von OpenStreetMap. Also der Name ist Felix. Oder okay. Extreme Cover in der Community. Okay, Extreme Cover. Kannst du uns ein bisschen über dein Projekt erzählen? Mein Projekt, das ist schwer. Wir sind ein Projekt mit 260.000 Mitgliedern inzwischen. Und ja, die meisten Leute werden Wikipedia kennen. Und sozusagen, was Wikipedia für Inhalte ist im Bereich von Dokumentation, Wissen, sind wir für Kartendaten. Das heißt, du kannst bei uns eintragen, hier ist meine Straße, da wohne ich, das ist die Hausnummer. Aber du kannst auch eintragen, hier ist ein Wanderweg, der ist zum Bergaufgehen so schwer, dass du Wanderschuhe brauchst, oder der ist so schwer, dass du Klettersteig-Equipment brauchst. Und das heißt, wir sind einfach eine freie Weltkarte, worauf auch jeder das eintragen kann, was er will. Das heißt, freie Informationen. Und damit bieten wir einen extremen Mehrwert im Gegensatz zu normalen Kartendaten, die immer fixiert sind, einfach nur auf das, was normal benutzt wird. Und wenn irgendwer einen Blödsinn reinschreibt, irgendwas, was nicht stimmt? Gut, das passiert natürlich immer wieder. Und die Sache ist die, dadurch, dass wir so viele sind, wird das meistens auch ausgebessert. Die Sache ist die normalerweise, würde ich sagen, von 10 Änderungen ist eine Schwachsinn. Aber dadurch, dass 9 Änderungen gut sind, steigt am Ende die Qualität. Auch bei Fehlern. Okay, danke für das Interview. Ja, klar. Ja, du musst aufpassen.